Ich lasse auch ein paar Credits hier. Hier, ich repariere mich, weil ich in die Sonne geflogen bin. So, ich würde jetzt ganz gerne nicht Warenmarkt. Erweiterte Wartung. Was ist denn das? Achso, wir können. Ach, hier können wir keinen. Achso. Lackierung. Hülle ist in Ordnung. Treibstofflager. Achso, ach, jetzt können wir genau sagen, wie viel wir reparieren wollen. Wir haben noch 4000 Credits übrig. Passagierlounge, was ist denn das? Können wir Leute mitnehmen? Was? Wo bin ich? Militärexperte Rocco Carney. Wir mussten uns nach der Expansion aus dem entsprechenden System zurückziehen. Okay. Brady Poole will nach Rohini und Daten sammeln. Transport Johnny Harut Yayan. 22 Geschäftsleute will nach. 237.000 Credits. Alter. Aber wir haben also die sind uns Mindestruf. Okay, wir müssen die. Also wir sind neutral. Was ist das für eine Fraktion? Diktatoren. Diese Organisation bedient sich autoritärer Maßnahmen, um die absolute Herrschaft über einen bestimmten Interessensbereich zu etablieren und zu bewahren. Okay, Commander. KDT. Commander? Ist das... Willkommen in unserem Passieren. Gabriel Jimenez interessiert sich für Sehenswürdigkeiten in... Okay, das können wir später auch mal probieren. Erstmal muss ich jetzt... Also wir haben uns aufgeladen, aber ich kann hier nicht... Ich kann hier keine Werft gucken. Na gut, dann. Wir müssen erstmal jetzt wieder zum Nahbark-System und dann gucken wir da mal. Dann haben wir irgendwie 23.000 Credits verdient dadurch. Das ist auch ein bisschen wenig, dafür, dass wir so viele Sprünge machen müssen. 22 oder so, was hat er gesagt? So, Fahrwerk einfahren. Und dann wollen wir doch mal gucken. Kontakte. Wo ist unser nächstes Ziel? Das müssen wir eigentlich. Kontakttransaktion, das. Neu. Also wir sind da. Wir haben nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Sprünge vor uns. Okay, 8 Sprünge. Was ist denn das Gelbe da hinten? Gut, also. 8 Sprünge noch. Da. Frameshift Drive charging. Allreihe-Sektor. Allreihe-Sektor, KCV, irgendwas. Also Multiplayer habe ich ein bisschen Angst vor, weil ich so Noob bin im weil die schießen mich bestimmt alle ab, aber deswegen spiele ich Einzelspieler eigentlich. Also ich bin noch hier auf Ziel ausgerichtet. Wer ist doch? Er ist doch der... Ich bin noch hier im... Sicherheit ist aber sauber. Waffenfreie Zone verlassen. Ein Kontakt verloren. Ist das nicht, wo wir hin müssen? Doch, das ist doch da, wo wir hin müssen. Ui, doch, da müssen wir doch hin. Hä? Ich hab's ausgerichtet.
Ist genau das. Ist doch voll ausgerichtet. Verstehe ich jetzt nicht. Ach so, beschleunigen. Jetzt. Geil, oh. Geilo, geilo, geilo. Und vielleicht können wir da mal ein bisschen was abbauen. Oder wir gehen mal dann vielleicht mal in diese, in diese Kampfgebiete rein. Wo müssen wir als nächstes hin? Wo müssen wir als nächstes hin? Hä? Ach da. Oh, oh. Hamarit? Hamarit ist doch hier für Lackierung für Metall. Haramit. Frameshift Drive activated. 4, 3, 2, 1, engage. Geilo! Hiuiui, da ist der nächste gleich, aber wir müssen Abstand zur Sonne gewinnen. Deine Spielchen kennen wir ja. So. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 21 Stunden. Ja, das schaffen wir auch. Und danach machen wir was anderes. Dann holen wir uns in, wir bauen mal was ab. Oder wir erkunden mal was. Dann nehme ich den Treibstofftank raus und hole mir den Scanner wieder. Alter, zwei Sonnen auf einmal. Nein! Orix 1. Mayday, Mayday. So, wo müssen wir jetzt hin? Bestimmt wieder irgendwo hinter der Sonne da. Signal, oder? Da, da ist es. Zwei Sonnen nebeneinander, geilo. Frameshift Drive charging. Noch vier Sprünge. Das schaffen wir mit unserem zweiten Tank. 4, 3, 2, 1, engage. Ach, Nase. Die Nase juckt heute aber auch nicht. Vielleicht liegt es an der Brille. Juckt es auch an der Brille, wenn man es länger aufhat. Bei mir. Und so, das ist bei mir so. Es gibt aber so alternative. Ist das wieder so eine rote Sonne da, wo wir. Natürlich. Ja. Ich bin doch schon weg. Ja, ist critical, aber ich habe doch jetzt hier alles in. Alles gut, alles gut. Das sieht, oh, die ist dunkler, die Sonne. Wenn das überhaupt eine Sonne ist, weiß ich nicht. Aber deswegen, wieso sollten wir, was für eine andere Hitze gibt es denn im Weltraum? Strahlung, aber. Aber ist die, macht die heiß? Also. Weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Für mich sind das alles Sonnen. Wir sind 15% überhitzt. Nur drei Sprünge, ne? Die zwei sogar. Zwei Sprünge noch. Ah, nicht schon wieder so eine Sonne. Hilfe! So,
Da, zum Glück. Der vorletzte Sprung. Unentdeckte Signalquelle. Das machen wir gleich, das machen wir aber danach. Da fliegen wir mal dahin. Und dann laden wir uns unsere Aufklärungssachen dabei und dann gucken, ob wir ein bisschen raumkampfmäßig unterwegs sein können. Das ist ziemlich gut. Was ich richtig gut finde, ist, dass ich diese, ich habe diese Bewegung des Raumschiffs, dieses hin und her und dieses wie Achterbahn. Hey. Wo ist denn jetzt Nabak? Jetzt müssen wir irgendwo das Nabak-System finden. Wo ist es denn jetzt? Da. Da ist Nabak. Nakap. So, nicht Nabak. Ich freue mich schon richtig auf Star Citizen, wenn die das fertig kriegen. Die haben jetzt einen Engine-Wechsel gemacht zur eine Engine von Amazon und die ist extra drauf entwickelt für Multiplayer, also für mehr Leute auf einem Netzwerk, also für viele. Und die hatten vor die Cry-Engine und die ist nicht dafür ausgelegt, wohl haben sie zumindest gesagt. Dieses Einzelspieler ist die super, aber wird auch nicht mehr weiterentwickelt. Und jetzt hat Amazon, sie hat sich zwar die Crytek Engine gesichert. Hey, so. Jetzt müssen wir noch das Georgetown oder sowas, ne? Geilo. Musik. Wir senken mal die Geschwindigkeit, denn wir müssen jetzt hinten. Transaktionen, Navigation, Kontakte. George Terminal, Außenposten. Wo ist denn der? Ist das der George? Ist das das George Terminal? Ich glaube, jetzt sind es Brühe. Was ist denn das? Imperial Korea. Shadow Walker. Okay, so, wir müssen jetzt nochmal. Das George Terminal. Navigation da. Wo ist es? Ich hab's. Da ist es. Dann haben wir unseren ersten, unseren zweiten, sorry, den ersten haben wir ja schon, aber unseren ersten größeren Auftrag. Irgendwie ist jetzt nicht so viel passiert, aber wir können jetzt mal in so ein unentdecktes Signal mal gucken oder wir gucken uns mal, ob wir uns in den Kampf reinwerfen. Ah, Föderation schon 6%. Vorsicht. Ich bin schon langsam. Mai! Nein. So. So, dann gucken wir mal, was wir danach machen. So, dann ist mir erstmal abliefern, jetzt haben wir Boote gespielt, aber das macht nichts. Ey, das sieht ja geil aus, was ist denn das? Wie so eine Qualle, zieht die was hinter sich her. Ist das ein Sternschnupp? Das sieht ja geil aus, was ist denn das? Schiff der Systemdrohnen. Huch, ich bin vorbeigeflogen. Schiff der Systemdrohne. Wo ist es denn jetzt? Da.
Dodge Terminal, wo bist denn du jetzt? Charging. 50 Minuten möchte ich jetzt auch nicht warten. 4, 3, 2, 1, engage. Dann geben wir gleich mal Gas, damit wir ein bisschen vorankommen hier. So, George Terminal, wir haben es erreicht. Und ich gehe jetzt erstmal auf runter hier. So. Und frage nach einer Landeerlaubnis. Ich glaube, wenn ich das weiterspiele, dann wird mir auch nicht mehr übel bei Achterbahnen. Das ist ganz cool eigentlich. Da müssen wir bestimmt hin. Na, mein Raumschiff will schon wissen, wo es fragt. Schon wieder klassische Musik. Landing Gear deployed. Landing Gear wird deployed. Ist ein bisschen britisch, ne? Ich muss zugeben, das ist jetzt der zweite Tag. Also ich habe jetzt, gestern habe ich den ersten, die ersten anderthalb Stunden, anderthalb bis zwei Stunden gespielt. Und ich muss sagen, das lief ganz gut. Wie jetzt, ich hab keine Übelkeit mehr. Oder mir wird auch manchmal gut beim Drehen wird mir ab und zu mal mulmig, aber es ist jetzt nicht so doll, also nicht so, dass ich Probleme damit hätte. Aber ich muss sagen, abends hatte ich immer noch das Gefühl, dieses sich drehen und rumdrehen und dieses im Kopf, dieses ganz rum. Ist ein bisschen vergleichbar wie als würdet ihr, wenn ihr mal mehrere Stunden auf dem Boot gewesen seid und dann über die Wellen, damit dann euer Körper stützt, ist ja dann automatisch, stützt er sich ab. Und beziehungsweise balanciert das aus. Und wenn ihr dann vom Boot runterkommt und ihr abends oder euch dann irgendwie hinlegt, dann schwankt bei euch immer noch alles, weil das Gehirn versucht immer noch, die Wellen auszugleichen. Und so, obwohl ihr halt auf dem Land seid. Und deswegen, daher. Das gleiche. Diesen gleichen Effekt hatte ich abends. Abteilungsleiter Liliane Reiter. Es sind Leistungen wie diese, die diesen Wirtschaftsboom überhaupt möglich gemacht haben. Sehr gute Arbeit, Kommandant Oryx. Danke, war ja nicht so schwer. So, jetzt haben wir... Was ist das für eine Fraktion? Auf jeden Fall haben wir ein Plus gekriegt. Ruf Supermacht. Irrevate Network. Continuous. Okay. Gut. Ich brauche jetzt mal eine Pause. Und danach. Wir können Geld spenden für die Sache. Nahkap. Abbaubedarf. Über 2 harten Methanol Monohydratkristalle. Gibt 59 Credits. 59.000. Aber ich habe kein Bergbau-Dinges, oder? Keine Ahnung. Ich fliege gleich mal raus und probiere nochmal ein bisschen an dem Dings rum. Das mache ich aber offline. Und wir sehen uns dann... Oh, wie spät ist denn überhaupt? 5:45. Oh, wann habe ich angefangen? Um 3 oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Boah. Alter, das frisst einem echt die Zeit. Aber es macht so einen Spaß. Es macht mega viel Spaß. Das rumzuscruisen und so. Das sieht richtig geil aus. Das müsst ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt,
Elite Dangerous mit der VR-Brille oder Star Citizen, da heißt dann nicht nur, hier, ich habe gelesen, dass hier bei Elite Dangerous mehr so auf die militärische Schiene ist, das heißt, man kriegt mehr Geld für Kopfgeldjagden, wobei wir haben jetzt 23.000 für 22 Sprünge gekriegt, also 1.000 Credits für einen Sprung ungefähr. Und da ist es auf jeden Fall so, dass da richtig richtig mit Crafting und sowas bei Star Citizen, das heißt, ihr könnt eure, ihr habt dann auch Gilden, das sind so, ne, die haben dann auch so riesige Gilden Raumschiffe und dann könnt in diesen Raumschiffen können dann eure eigenen Leute reinfliegen und ihr seid dann so eine Art riesige Fraktion, sag ich mal, und die kann dann craften, also die kann sich dann auf Handel spezialisieren, also dass ihr als Händler darstellt oder ihr könnt abbauen, das heißt Materialien abbauen, dass ihr sowas seid oder ihr seid, spielt Militärmacht, das sind alle dann nur alle nehmen die Leute jagen und so ein Kram. Das ist ziemlich cool. Ist derzeit noch eine alte Alpha, könnt ihr das euch aber kaufen, Star Citizen. Kostet 50 Dollar. Das sind 45 Euro ungefähr. Und dann müsst ihr die Alpha runterladen. Ja, ich glaube, das mache ich mal. Die wollen eine Telefonnummer. Aber man kann ja eine Fake-Telefonnummer reinschreiben. Also ich habe keinen Bock, dem meine richtige Telefonnummer reinzupacken. Ich glaube, das probiere ich mal aus irgendwann. Wenn ich meinen Joystick und meine Schubdüsen hier habe. Dann müsste ich eigentlich noch eine... Ist die Webcam eigentlich in Ordnung? Bringt das was? Also das müsst ihr jetzt sagen, ob ihr diese sehen wollt. Oder ob ich die vielleicht so hinsetze. Irgendwie da oder so, dass ihr seht, wie ich meine Schubdüsen bediene. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das müsst ihr dann sehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Ich mache jetzt hier auf Stopp. Wie viel habe ich jetzt? 1,5 Stunden habe ich jetzt aufgenommen. Echt? Echt 1,5 Stunden? Ich dachte, das wäre länger. Na gut, ich habe vorher noch was anderes gespielt. VR-mäßig bin ich heute schon länger unterwegs. Ich habe vorher noch was anderes gespielt. Also mich damit bekannt gemacht. Das zeige ich dann auch irgendwann ganz kurz. Ist nichts Tolles. Aber zeige ich es auf jeden Fall mal. Ja. Gut, das war's von mir für heute. Wir sehen uns dann in und dann. Horridio, euer Kommandant Oryx meldet sich ab. Und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann. Ciao.